ist auch nochmal zusammen. Hola! Buenos dias! Buenas tardes! Grüß Gott! Liebe Leute, wo auch immer Sie sitzen, stehen, liegen und hier eingeschaltet haben, heute an diesem Sonntag, 13. Juni 2021. Mein Name ist Friederike, manche kennen mich schon. Ich bin die Redakteurin vom Ibiza Kurier. Das ist die deutsche Lokalzeitung für Ibiza und Formentera. Gibt seit 2013, berichten wir über lokales Geschehen, was auf der Insel los ist. Lokale Wirtschaft, Politik, Kultur, Ökologie und alles, was Ibiza ausmacht. Und es ist sehr, sehr, sehr viel. Und die Publikation ist monatlich. Und in der Zwischenzeit, bis es wieder soweit ist, wir erscheinen immer am 1. des Monats, haben wir seit einiger Zeit eben hier auf YouTube diesen Kanal, wo ich die Gelegenheit nutze, ein bisschen von der Straße oder vom Strand zu berichten und Ihnen einen Einblick zu geben, was einfach sonst noch los ist auf der Insel, unabhängig von dem natürlich, was in der Zeitung steht. Die würde ich Ihnen auch auf jeden Fall empfehlen, wenn Sie sich für Ibiza interessieren. Aber so schöne, bewegte Bilder und Emotionen und Stimmungen lassen sich einfach mit bewegten Bildern besser einfangen. Und ich bin heute hier an diesem Sonntag in Playa del Bossa. Playa del Bossa ist der größte touristische Strand auf der Insel, neben Salinas. Und wie ich jetzt hier schon feststellen konnte, wir haben ja jetzt Mitte Juni schon, es ist proppenvoll. Wir haben kurz vor zwei, also kurz vor Mittagessenszeit, hier sind wirklich viele, viele Leute schon am Strand. Touristen, Einheimische, die natürlich nur am Wochenende dann auch die Gelegenheit haben, mal wenn sie dann auch frei haben, am Wochenende an den Strand zu gehen. Aber ich sehe auch viele, viele, viele Gäste, was mich unheimlich freut, denn nach diesen monatelangen Lockdowns und Isolation und Reiseverboten tut es wirklich gut zu sehen, wie die Insel jetzt wieder aufwacht, beziehungsweise von 0 auf 100 aufgewacht ist. Wir haben hier Playa del Bossa natürlich auch immer viel zu sehen, viel zu hören, vor allem die Flugzeuge. Die sind also typisch, besonders hier für diese Ecke. Wir sind ja am hinteren Ende von Playa del Bossa. Ganz da hinten, das ist Ibiza Stadt mit der Burg. Man kann von Ibiza bis hierher durchlaufen, was auch viele machen. Die laufen dann einfach am Strand entlang. Im Winter ist hier niemand und nichts. Und jetzt zieht es wirklich viele Menschen ans Wasser. Und wie Sie aus unserer kleinen Serie wissen, versuchen wir immer irgendjemanden vor die Kamera zu bekommen, der ein bisschen was über Ibiza erzählen kann, der hier zu tun hat oder hier arbeitet und hier, oder hier lebt. Und Ihnen auch ein bisschen einfach einen Einblick geben kann, wie ist es denn auf Ibiza, wenn man hier ist. Und ja, ich bin da hinten verabredet mit einem Künstler. Da gehen wir jetzt mal hin. Das hier ist das Coco Beach Restaurant, ein sehr feines Lokal hier in Playa del Bossa. Ist auch super belegt schon. Das freut mich sehr. Und hier soll heute ein Künstler ausstellen. Es war wohl eine ganz arg spontane Aktion, der hier aus Deutschland gekommen ist mit seiner Kunst. Und irgendwie nur heute und morgen hier zu sehen ist, also live mit seinen Bildern, ansonsten natürlich auch im Internet, online und in anderen Orten. Da werden wir ihn gleich selber fragen. Und der Sand ist ganz schön heiß, kann ich Ihnen sagen. Also Mittagssonne, barfuß im Sand. Nicht jedermanns Sache, aber was tut man nicht für die Kunst? Hier wird es jetzt schon ein bisschen ruhiger wieder. Ja, hier ist der Eingang von Coco Beach. Und hier steht auch mein Gesprächspartner schon im Schatten. Ich habe ihm gesagt, warte im Schatten, du bist die Sonne nicht gewöhnt. Wenn du hier so zum ersten Mal in der prallen Sonne stehst, dann lass uns lieber im Schatten treffen. Ich hoffe, Sie sehen mich jetzt noch, trotz Schatten. Hallo, buenos dias. So, in Ibiza macht man das eigentlich. Besitos. Okay. Besitos. Schade, dass jetzt Corona-Zeit ist. Hier gibt es noch mehr Leute, die jetzt in den Schatten flüchten, die auch heiße Füße haben. Wie, was? Vielleicht... Wenn kein Corona wäre, habe ich verstanden, dass ich Küsschen gekriegt hätte. Jetzt bin ich traurig. Ach, das holen wir nach. Nach Corona dann. Nach Corona. Wann ist es denn aus?
Ich hoffe bald. Lass uns von was anderem reden, von was Angenehmeren reden. Hast du recht. Ganz kurz, wie ist dein Name und woher kommst du, aus welcher Gegend von Deutschland? Ich heiße Shadiat, unter dem Namen S-Art verbreite ich meine Bilder und komme aus Essen. Aus Essen. Genau. Und du bist zum ersten Mal auf Ibiza? Ich bin zum ersten Mal. Seit wie vielen Stunden bist du denn zum ersten Mal auf Ibiza? 48 Stunden. Und wie viele Stunden wirst du noch bleiben auf Ibiza? Ich denke bis Donnerstag. Okay. Und aber eigentlich führte deine Reise ja woanders hin. Du bist jetzt eigentlich eher so zufällig auf Ibiza gelandet. Du wolltest eigentlich nach Mallorca oder wo wolltest du hin? Mich hat der Wind hier hingeweht. Okay. Das ist immer schön. Also, das habe ich von vielen schon gehört. Der Wind hat sie hergeweht. Und du bist Künstler. Ich bin stets bemüht. Stets bemüht, ein Künstler zu sein. Jetzt kommt wieder ein Flugzeug. Ich hoffe, Sie wertschätzen diesen Background-Sound. Wir schneiden ja nichts raus. Das heißt, deswegen heißt die Serie auch Ibiza ungeschnitten. Das ist ein Privater. Das sehe ich von hier. Ja, sie haben sehr hohes Aufkommen an Privatjets. Lohnt sich auch. So 8.000 Euro ist jetzt nicht die Welt bei 6 Passagieren, das teilt man sich auf und spart sich damit auch wesentlich viel so Ärger am Flughafen und Stress und so weiter. Also ich kann es nachvollziehen. Aber jetzt mal wieder zurück zu dir, mein Lieber. Ja. Erzähl mir doch mal bitte, du bist jetzt heute hier im Coco Beach Restaurant mit deinen Bildern. Die gehen wir uns gleich auch noch ganz kurz angucken. Ich bin jetzt aber an dem hier kleben geblieben. Erstens, weil es im Schatten ist und zweitens, weil es Porsche Logo richtig fett groß da drauf ist, aber auch noch andere Luxusmarken. Dieses Geldthema, ich selber fahre auch ein Porsche, aber ein ganz altes Vintage-Modell. Schön. Bin von Stuttgart, deshalb bitte erzähl mir, was hat es mit diesem Kunstwerk auf sich? Stuttgart, ich habe nie in Stuttgart gelebt, Baiersbronn, eine lange Zeit lang. Stuttgart, Freudenstadt, Baiersbronn, aber das ist nicht der Grund. Der Grund für die Bilder, das sind Symbole, Elemente, die mich seit meiner Jugend begleiten. Porsche ist etwas, was auch der Spruch schon sagt. Keiner braucht es irgendwie, aber jeder will es haben. Ach, hier steht's. Genau. Keiner braucht es, jeder will es haben. Jeder will es haben. Mhm. Eine Rolex. Es gibt tausend andere Uhren. Ja. Aber die Rolex will halt jeder haben. Und okay. So ist das mit dem Porsche. Also ich dieses Paradoxe eigentlich. So ein Lifestyle gebe ich damit wieder. Und meine Bilder sollen eigentlich Eyecatcher sein. Eyecatcher, das sind sie sicherlich. Also sie sind sehr plakativ, sehr... Ja, farbig. Das ist in der Mischtechnik erstellt. Mhm. Das sind teils Siebdrucke, Graffiti, Acrylfarben und dann mit einem Epoxidharz noch versiegelt und veredelt. Deshalb können wir auch hier überhaupt ausstellen. Wind- und wetterfest. Genau. Das ist also auch für Outdoor. Genau. Da macht es nichts, wenn mal einer versehentlich sein Bier drüber schüttet. Das ist nicht der Grund, warum ich es deshalb so mache. Nein, der Effekt mit dem Glanz, mit dem Shiny ist ganz... Das Harz veredelt, versiegelt, gibt dem Bild eine gewisse Tiefe und die Farben werden kompensiert. Du wirst kein Museum mit natürlichem Tageslicht haben. Solche Bilder, wenn ich die nur auf Öl hätte oder dieses Bild, nur auf Öl auf Leinwand, 2 Tage im Sonnenlicht ausgesetzt, werden die verblasst und weg. Und diese Bilder, so wie die Sonne da drauf scheint, so wäre jedes andere Bild sofort kaputt. Ah. Und hier das Epoxidharz filtert 97% UV-Licht. Ich habe Bilder, ich erstelle Bilder seit fast 20 Jahren. Und die sind auch nach Jahren mit der Farbkraft, mit der Intensität, wie am ersten Tag. Und das ist nur dem Harz geschuldet. Aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist, ich kann Glitter einsetzen. Ich stehe so ein bisschen mehr als meine Frau auf Glitter. Und wenn man so ein bisschen sich so hin und her schwenkt, dann sieht man so ein Hologrammglitter in den Bildern. Das es Harz, gibt eine Tiefe. Genau. Es gibt noch mehr. Das Harz gibt Tiefe, dem Bild eine Tiefe. Und du hast extrem viel Struktur drauf. Ich bin jetzt keine Kunstexpertin. Aber ich kann sehen, ob sich jemand richtig viel Aufwand und Mühe gegeben hat. Da und hier steckt schon viel Arbeit drin. Viele Stunden, viele Schichten, genau. Viele verschiedene Arbeitsprozesse und Techniken. Ne? Ja. Du hast auch dieses hier auch Comic-Thema genau, sehr prägnant. Das sind Helden meiner Jugend. Also ich gebe mit dem Bild. Welcher Held ist das? Das war vor meiner Wolf und Hase. Ja. Das ist auch nicht in Deutschland bekannt. Deshalb habe ich das jetzt auch zum ersten Mal auf Ibiza mitgebracht. Woher kommt das? Das sind russische Motive, wie wir hier Disney kennen im Westen, haben die russische Motive, der heißt Wolf und Hase. Okay. Die beiden necken sich, zecken sich. Und in Iran, ich komme ja gebürtig aus dem Iran, da haben wir das von morgens bis abends geschafft. Du kommst gebürtig aus dem Iran, sprichst aber perfekt Deutsch. Dankeschön. Wie kam es dazu? Deine Eltern sind nach Deutschland irgendwann? Meine Eltern sind seit 32 Jahren in Deutschland. Mein Vater ist gegen das Mullah-Regime, gegen Religion.
Also ist, echte politische Flüchtlinge. Genau. Ein echter politischer Flüchtling. Der ist aus dem Iran geflohen, hat uns Kinder mitgenommen. Wir sollten eigentlich nach Amerika. Dort gab es Unruhen, unser Glück. Wir sind in Deutschland geblieben, okay. Paradies auf Erden. Wir durften alle studieren. Ich bin Architekt und darf mich an diesen Bildern austoben. Ich glaube, in Amerika wäre alles ein bisschen anders gelaufen. Machst du das mittlerweile auch hauptberuflich oder ist es ein zweites Standbein? Ich verdiene damit mittlerweile viel mehr als mit der Architektur. Ich sage immer so, die Architektur ist die Liebe. Und die Kunst ist die Leidenschaft. Ach, das ist ich möchte auch keins missen. Das ist schon mal ein schöner Titel für mein Video, habe ich schon notiert. Ich habe lange Zeit in einem anderen Büro gearbeitet. Jetzt sind wir selbstständig. Meine Frau ist auch Architektin. Und wie heißt deine Frau? Azadeh. Und ihr seid jetzt nach Ibiza? Spontan. Um auszustellen, genau. Ihr seid gemeinsam hierher gekommen? Wir sind gemeinsam. Sie sitzt im Coco Beach, trinkt ein Schlückchen. Vielleicht trinkt man nachher auch noch ein Schlückchen. Genau, und wir sind hier. Du sagtest, du bleibst jetzt hier ein Weilchen, dann geht's weiter. Du hast auch an anderen Standorten am Mittelmeer schon so deine, deine Bilder sehr präsent. Ne? Ich habe in Monaco schon Bilder ausgestellt, Saint-Tropez-Bilder ausgestellt, werde jetzt auf Mallorca eine kleine Ausstellung haben, werde in Monaco eine kleine Ausstellung haben. Wir werden auch in den nächsten... Hast du alle dabei in deinem Van? Das ist der Van da hinten. Ich habe da 30 Bilder mitgebracht für die Ausstellungen. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich ohne Bilder nach Hause gehen werde, wie gestern die Resonanz war. Also ist schon top. Nicht schlecht. Freut mich. Ist ein großes Interesse an den Arbeiten, was mich sieht natürlich... Sieht cool aus. Danke, sehr beehrt. Sieht auch erschwinglich aus, sage ich mal. Also, ich stelle ja in Deutschland auch an 14 Orten aus. Ich habe ja selber zwei Galerien in Essen und Mülheim. Wie heißen die? S-Art. Genau. Also kann man googeln. Kann man googeln. Wir schreiben aber auch unter das Video dann nochmal einen Link drunter oder eine Instagram-Page. Genau, S-Art Infinity auf Instagram. Ich habe zum Beispiel die größte Pop-Art-Galerie in Deutschland in Mülheim in dem Einkaufszentrum. Über 800 Quadratmeter, also mal gerne vorbeischauen, wenn jemand Zeit hat. Aber nur von dir oder auch von anderen Künstlern? Wow, in Essen und Mülheim fast nur von mir. Nochmal so eine Comic genau. Du sagst, das sind die Helden deiner Kindheit. Wenn du dir so eine Figur aussuchen könntest, guck mal, hier ist auch nochmal eine. Ich wäre gerne Dagobert. Wollte ich mal fragen, welche Dagobert? Ich wäre gerne Dagobert. Ich hätte dich auch vielleicht als Obelix gut. Habe ich auch. Ich bin Bud Spencer, Dagobert und Obelix, aber das sind Wünsche von mir. Ja. Im reellen Leben bin ich der Goofy. Da habe ich auch Arbeit. Also der Goofy ist ein bisschen Schlendrian und torkelt durchs Leben, aber wünscht sich ja jeder, ein bisschen wie Dagobert zu sein. Ja, doch, sorglos. Genau. Na gut, nicht jeder. Nobody's perfect. Das Leben besteht aus Facetten. Was haben wir hier noch? Ja, Dagobert umgibt mich halt sehr oft. Okay. Und, also das heißt, du manifestierst den dir einfach so. Das ist ja auch eine Art von Manifestieren. Ja? Also du sagst, hier haben wir auch so einen schönen Dagobert, der hat die Diamanten, Brillanten. Das ist ein Lifestyle. Genau. Das ist ein Lifestyle, ja. Und du sprichst natürlich auch eine bestimmte Generation, genau. Zielgruppe damit an. Oder hast du Leute aus allen Altersschichten, die eigentlich deine Kunst aus allen, cool weil, finden? Was man hier auch sieht, diese Motive, die du siehst, sind Elemente, die mich begleiten. Aber ich verkaufe 80-90% Auftragsarbeiten. Heißt, der Kunde sagt, die Farbwelt, der Stil gefällt mir. Mhm. Aber erstell bitte mein Jugend-Idol, Hero. Okay. Ja, und ich erstelle. Mein Hero ist ja immer Jesus gewesen. Genau, so ist das. Und dann sagst du mir, welche Farben dir gefallen, welcher Stil dir gefällt. Und ich erstelle dann dein Hero in meinem Stil. Zeig mal noch, haben wir da noch mehr zum Gucken? Und ich schicke dir erst einen Vorabzug und wenn der Vorabzug passt, dann erstelle ich erst dein Bild. Mhm. Du bist jetzt erst seit wenigen Stunden auf Ibiza zum allerersten Mal. Was ist denn dein erster Eindruck? Oder können wir hier in den Schatten gehen? Wir brennen echt die Füße jetzt. Also ich finde es hier grandios. Ich habe viel von Ibiza gehört. Ich war selber noch nie hier und finde das sehr, sehr schön. Mein Schatten. Und ich denke, ich komme auf jeden Fall noch mal wieder. Okay. Das Erste, was du empfunden hast, als du bist mit der Fähre angekommen, Mit der Fähre angekommen. Um wie viel Uhr morgens? Es war 6 Uhr morgens. Von Barcelona? Von Barcelona. Wie lange war die Überfahrt? 7 Stunden. Also durch die Nacht durchgefahren, morgens angekommen? Leider auch keine Kabine bekommen, musste auf dem Stuhl schlafen. Mit diesen unbequemen, engen Dingen und du auch als großer Mensch. Das schlaucht einen mehr als die ganze Fahrt. Fall. Das habe ich schon oft gesagt, nach Ibiza mit dem Auto fahren. Bis Barcelona, ganz entspannt, aber dann die Fähre, wenn du eh schon so ein bisschen gerädert bist, die gibt dir da eigentlich noch den Rest. Und dann seid ihr heute Morgen bei Sonnenaufgang, gestern Morgen, bei Sonnenaufgang angekommen? Genau, da sind wir angekommen, direkt ins Hotel eingecheckt und den Strand traumhaft.
Okay. Einfach Traum. Okay. Kann ich jedem nur empfehlen. Okay, dann hoffe ich, dann wünsche ich dir, dass der Traum so weitergeht, wie er angefangen hat. Dankeschön. Bedanke mich, dass du hier mich kurz rumgeführt hast. Wünsche dir ganz viel Erfolg, auch weiterhin mit deinen Projekten auf Ibiza oder, ja, ich hoffe, wir werden wieder voneinander hören. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Ich sage an dieser Stelle auch danke fürs Zuschauen, für die Aufmerksamkeit. Hoffentlich habe ich Ihnen wieder ein bisschen hier Stimmung rüberbringen können, was auf Ibiza gerade los ist. Wenn Sie sich für Ibiza interessieren und den Ibiza-Kurier noch nicht abonniert haben, dann wird es jetzt Zeit. Unterm Video steht alles ganz genau beschrieben, wo Sie uns finden. Wenn Sie erstmal 3 Ausgaben gratis Probe lesen möchten, gehen Sie auf Google, Ibiza Kurier gratis. Da finden Sie uns direkt. Alles gut und ja, in diesem Sinne, hasta luego, bye bye.